Hallo! In diesem Beitrag geht es um Homer, seinen Helden Odysseus und dessen legendäre Reise. Damit widmen wir uns nach der Poetin Enheduanna und dem Bauerndichter Hesiod nun dem wohl größten Meister seines Fachs. Egal wie dicht du bist, Homer war Dichter. Der Einfluss von Homers Werken ist kaum zu überschätzen. Der Dichter und seine Kunst sind ein Forschungsfeld für sich. Hier soll der Fokus nur auf ein paar blutrünstigen Stationen aus seiner Heldenreise liegen, die als frühes fantastisches Beispiel den Namen für eine ganze Erzählform lieferte. In diesem Sinne, auf geht's! Mit Homer, so schreibt der Kulturphilosoph Egon Friedell, habe das Genie der Griechen gleich am Anfang ihrer Geschichte ihren höchsten Gipfel erreicht. Ist natürlich schade für alles, was danach kam, aber naja, so ist das Leben. Dramaturgisch unbefriedigend. Aus Friedells Feder stammen die Nachworte der hier zugrunde liegenden Ausgaben von der Ilias und der Odyssee, den beiden Meisterwerken, die Homer zugeschrieben werden. Jedes davon ist ein Epos, das je 24 Bücher, die Ilias, beziehungsweise 24 Gesänge, die Odyssee, umfasst. Zusammengenommen bilden diese Werke geradezu zwei Teile einer großen Komposition. Der erste Teil handelt von einer 10-jährigen Belagerung, der zweite von einer ebenso langen Irrfahrt. Beide Zeiträume derart dramatisch zu verdichten und um je einen Mittelpunkt zu gruppieren, bemerkt Friedell und meint damit einmal den Zorn des Achilles und einmal die Erzählung des Odysseus, das könne nur von einem großen Künstler, ja Artisten stammen. Ob nun Homer wirklich als Autor der Ilias und der Odyssee gelten darf, das ist der Gegenstand der sogenannten homerischen Frage, kann und soll hier nicht erörtert werden. Um Homer, der rund ums Jahr 800 vor unserer Zeitrechnung gelebt haben soll, ranken sich kaum weniger Legenden als um die Figuren in seinen Geschichten. Nicht einmal besagte Jahreszahl gilt als gesichert. Woher stammt Homer? Wann starb er? War der Dichter womöglich blind? Alles Fragen, auf die wir keine zweifelsfreien Antworten haben. Egal, wir klären hier auch nicht, ob es den Trojanischen Krieg tatsächlich gegeben hat. Das ist das Thema der Troja-Debatte. Fakt ist, dass es eben diese zwei Epen gibt, die wie aus einer Hand geschrieben sind. Sie erzählen von mythischen Figuren, Gottheiten und fabelhaften Kreaturen, aber auch vom Menschen, dessen Wesen und Abgründen. Auf nach Troja, dem Schauplatz jenes Krieges, der in Homers Werk eine so zentrale Stellung einnimmt. Angefangen hat es mit der, anscheinend einvernehmlichen, Entführung von Helena. Dieser sagenhaft schönen Frau wird in der Ilias die Rolle eines Preises zuteil, oder vielmehr einer bitterlich begehrten Beute. Erst gehörte sie dem Sparta-König Menelaos, bis der Troja-Prinz Paris, sie ihm wegnahm. Dieser Raub der Helena war, der Legende nach, der Auslöser für den Krieg, im Rahmen dessen Troja von den Griechen eingenommen werden sollte. Doch die uneinnehmbar hohen Stadtmauern machten dieses Unterfangen fast unmöglich. Der Krieg währt bereits seit 9 Jahren, als die Handlung der Ilias beginnt. Die Hauptrolle spielt darin der so gerühmte wie gefürchtete Kämpfer Achilles. Kleiner Filmtipp, die Ilias diente als Inspiration für den Blockbuster Troja aus dem Jahr 2004, der dramaturgisch bedingt vom Original abweicht und das Epos fürs Spielfilmformat komprimiert. Immerhin mit Überlänge. Das Drehbuch schrieb David Benioff, einer der Game of Thrones-Macher, Helena wird von Diane Krüger gespielt, Achilles von Brad Pitt und König Agamemnon, brutaler Anführer der griechischen Armee, ganz großartig von Brian Cox. Regie führte Wolfgang Petersen, der trotz aller Abweichungen den Urheber der Ilias in höchsten Ehren hält. Wenn es so etwas wie einen Baum des Erzählens gibt, an dem jedes Buch, jeder Film ein winziges Blatt ist, dann ist Homer der Stamm. Aber nicht nur das. Schauen Sie sich die Gegenwart an. Was die Ilias über Menschen und Kriege sagt, ist einfach immer noch wahr. Die machthungrigen Agamemnons, die eine neue Weltordnung schaffen wollen, egal um welchen Preis, das hat absolute Aktualität. Und noch ein Serientipp? Weniger opulent und starbesetzt, dafür deutlich näher an der homerischen Vorlage, ist die Miniserie Troja, Untergang einer Stadt aus dem Jahr 2018. Wer sich an Homers Schriften nicht herantraut, bekommt darin eine detailverliebte Version der griechischen Mythen überliefert. In der Miniserie wird auch deutlich, welch zentrale Bedeutung Odysseus im Trojanischen Krieg zufällt. Beide Bücher, die Ilias und die Odyssee, gibt's übrigens auch als ungekürzte Hörbücher bei Audible.
Apropos, wo wir schon dabei sind, hier mal ein Buchtipp, den ich direkt weitergebe. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber von einer Freundin empfohlen bekommen. Die Stille der Frauen aus dem Jahr 2020 von Pat Barker erzählt die Geschehnisse, um die es auch in der Ilias geht, mal aus der Sicht von Briseis, jener einstigen Königin, die als Sklavin erbeutet wird und über die sich Achilles und Agamemnon zerstreiten. Soll sehr lesenswert sein, dieser Perspektivwechsel. Nun zurück zu Odysseus. Der größte Streich der Griechen, der kommt in der Ilias gar nicht mehr vor. Gemeint ist natürlich das berühmte, berüchtigte hölzerne Pferd, das die Trojaner am Strand finden, nachdem die Griechen nach Jahren der Belagerung endlich abgehauen sind. So scheint es. Hätte man das nicht ahnen können? Meine Fresse, ziehen das Pferd in ihre Stadt rein. Sind die denn bescheuert? Ja, im Rückblick ist man immer schlauer. Wie eine Trophäe schaffen die Trojaner das gewaltige Holzpferd in ihre Stadt. Nur um nachts von den darin versteckten Griechen überfallen zu werden. In dem gezimmerten Rosse, worin wir Fürsten der Griechen alle saßen und Tod und Verderben gen Ilion brachten. Ilion ist ein anderer Name für Troja, von dem sich auch der Titel der Ilias ableitet. Die List vom Pferd, die wird in den genannten Verfilmungen und auch bei Homer niemand anderem als Odysseus zugeschrieben. Fahre nun fort und singe des hölzernen Rosses Erfindung, welches zum Betrug in die Burg einführte, der edle Odysseus. Damit kommen wir zu Homers berühmtestem Protagonisten, Odysseus, Familienvater, Ehemann der treuen Seele Penelope und Abenteurer von der Insel Ithaka. Auf der Rückreise vom gewonnenen Kriege, da verschlägt es Odysseus, gelinde gesagt, auf Abwege. Die Odyssee ist voll von legendären, hochdramatischen Situationen und Stationen, die Geschick und Mut des Helden immer wieder aufs Neue herausfordern. Das Epos beginnt mit folgenden Zeilen. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat und auf dem Meere so viele unnennbare Leiden erduldet. Sei es der Abstecher zu den gesetzlosen Zyklopen, jenen einäugigen, menschenfressenden Riesen, Odysseus versucht, einen von ihnen mit kluger Rede zu überzeugen, erfolglos. Also sprach ich, und nichts versetzte der grausame Wütrich, sondern fuhr auf und streckte nach meinen Gefährten die Hände aus, deren er Zween anpackt und wie junge Hund auf den Boden schmetterte, blutig entspritzt ihr Gehirn und netzte den Boden. Das Kopfkino ist FSK 18. Hätte ich eingangs erwähnen können. Oder sei es der Aufenthalt bei Kirke, jener schön gelockten Göttin, die Odysseus mit ihrem Charme umgarnt, daher kommt das Wort bezirzen, und seine Männer in Schweine verwandelt und wegsperrt. Denn sie hatten von Schweinen die Köpfe, Stimmen und Leiber, auch die Borsten. Allein ihr Verstand blieb völlig wie vormals. Weinend ließen sie sich einsperren, da schüttete Kirke ihnen Eicheln und Buchenmast und rote Kornellen vor, das gewöhnliche Futter der erdaufwühlenden Schweine. Die Schilderungen der Irrfahrten des Odysseus, vom Helden selbst erzählt, erstrecken sich vom 9. bis zum 12. Gesang. Sie bilden den epischen Kern der Odyssee und wurden wohl kaum von Homer selbst ersonnen, sondern vermutlich schon lange vor ihm, vor allem mündlich, in Erzählungen überliefert. Doch in der Odyssee sind die althergebrachten Mythen so einzigartig dramatisch verflochten worden, dass ihr Titel zum Synonym dessen geworden ist, was dem Epos zugrunde liegt, das Motiv der Heldenreise, auch Monomythos genannt. Mehr dazu im Blogbeitrag, der ist wie immer unten verlinkt. Zu guter Letzt die Frage, was war es eigentlich, das Odysseus in die Ferne schweifen ließ? In seiner göttlichen Komödie, da bringt Dante Alighieri den griechischen Helden im 8. Höllenkreis unter. Vielleicht, weil Odysseus gegen Ende praktisch zum Massenmörder wird, ohne hier zu viel spoilern zu wollen, Dante lässt Odysseus sagen, als damals ich von Kirke schied, die mich über ein Jahr lang an sich gebunden hatte, konnte weder die Zärtlichkeit für den Sohn noch die Penelope geschuldete Gattenliebe, die sie glücklich machen sollte, den Drang besiegen, den ich in mir spürte, die Welt zu erkunden, wie auch die Fehler der Menschen und was sie wert sind. Der Menschen Sünden und Wert erforschen, das sei der Antrieb von Odysseus gewesen. Nun denn, zu welchem Urteil kommt der Held gegen Ende denn? Hier wieder aus der Odyssee? Siehe, kein Wesen ist so eitel und unbeständig als der Mensch von allem, was lebt und webet auf Erden. Denn solange die Götter ihm Heil und blühende Jugend schenken,
trotzt er und wähnt, ihn treffe nimmer ein Unglück. Aber züchtigen ihn die seligen Götter mit Trübsal, dann erträgt er sein Leiden mit Ungeduld und Verzweiflung. Denn wie die Tage sich ändern, die Gott vom Himmel uns sendet, ändert sich auch das Herz der erdebewohnenden Menschen. Was lernen wir daraus? Der Mensch allgemein scheint sich im Laufe der Jahrtausende nicht zu ändern, immerzu heimgesucht von den gleichen Emotionen, ob Hoffnung, Liebe, Neugier, Rachsucht, strebt er den immerzu gleichen Zielen entgegen, Erkenntnis, Glück, Ruhm und Reichtum. Weil das so ist, können wir die Hohepriesterin Enheduanna und den Helden Odysseus verstehen, ihre Gefühle nachvollziehen, bis heute. Doch der Mensch als Individuum ändert sich im Laufe seines Lebens durchaus. Wir sind mal von diesen, mal von jenen, mal von anderen Emotionen heimgesucht, streben heute nach diesen, morgen nach jenen, bald nach neuen Zielen. Letztendlich sind wir alle auf unserer eigenen Odyssee durchs Leben. In diesem Sinne, gute Fahrt und bis bald.